Ja, Hildrud, was kochst denn du Leckeres? Hallo Christoph, wir braten jetzt Gemüse. Ja, das hört sich ja allerweltsmäßig an, was hast du da? Ja, Weißkohl. Könntest du den ein bisschen in Streifen schneiden, klar. Bitte mach in Streifen. Dir? Ja, ich mache dann schon mal die Pfannen hier an. Ach so, ja. So, es kommt in die Pfanne. So recht, so ein bisschen in Streifen, hier. In kleine Stücke, ja. Ja. So. Ja. Kommt da in die Pfanne rein. Das geht ja gleich in die Folle, liebe Zuschauer. Ja. Ich habe keine Ahnung, was es heute gibt. Aber also heute gibt es gebratenes Gemüse. Ja. Ich habe ein bisschen bei dir nachgeschaut, was du so hast. Ja. Und ich habe Weißkraut gefunden. Ja. Das Weißkraut braucht immer ein bisschen länger. Aha. Und deshalb fangen wir damit an, statt mit Zwiebeln. Die machen wir später dazu. Ja. Und dann tust du den Deckel drauf zum Garen und so weiter und so fort. Ja, und jetzt mache ich ein paar Ingwerstückchen rein. Ja. Das kann man also mit Schale machen. Ja, kannst Meine du testen. Lieblinge, also wenn sie mal Halsweh haben, wirkt garantiert. Mhm. Kommt jetzt schon mal da rein. Ui. Ist gut scharf, ne? Das ist echt, So, wenn das jetzt brutzelt, dann kommt der Weißkohl dazu. Ja, machen wir sofort. Genau. Vorsichtig. Weil der braucht halt immer am längsten und deshalb fange ich damit an. Und als nächstes kommen dann erstmal die Zwiebeln. Ja, soll ich die gleich machen, die Zwiebeln? Ja, könntest du jetzt schon mal machen. Und dann machst du noch eine Soße dazu? Ich mache noch eine Soße. Ich brauche jetzt eine Zwiebel für die Soße. Oh. Schon unterwegs. Nur mal eine für die Soße. Ja. Siehst du, das brutzelt schon mal ganz schön hier. Ja, das duftet ja schon nach Ingwer, das ist toll. Also das ist mal nicht einfach nur mit Knoblauch, wie wir es machen, sondern eigentlich so, wie man es vom Knoblauch her kennt, immer mit Ingwer vorher rein. Ja, so mache ich das. Und das kriegt man überall, oder? Den Ingwer, den habe ich im Supermarkt bekommen. Kriegt man überall quasi. Ja, das sind so Wurzeln, guck mal. Ja. Da ist noch ein Rest. Mhm. Also Pulver, gibt es zwar auch, aber ist nicht aber so berühmt. Gell? Frisch ist einfach am besten. Das Willst kommt da rein. Da rein in den Soßentopf, ja? Ja. So. Und dann gleich eine Knoblauchzehe. Und jetzt eine Knoblauchzehe. Genau. Und als Soße, was hast du dir gedacht? Was gibt's da? Da machen wir heute mal eine Erdnusssoße. Ach, so eine afrikanische, ich habe bei dir oder? Erdnussmus gefunden. Ja. Und damit es nicht nur Tomatensoße ist, könnten wir das etwas verfeinern mit Erdnussmus. Erdnüsse schmecken also ganz lecker. Aber das macht auch sämig, gell? Das macht sehr so wie sämig, Sahne. Ja. Erdnüsse, die sind ja ursprünglich aus Südamerika. Ja, und die sind eigentlich keine Nüsse, weißt du das? Das habe ich nicht gewusst, ne? Gehören zum Gemüse. Nee. Schmecken so wie Bohnen, das sind Hülsenfrüchte. Und haben sehr viel Eiweiß. Aber wir sagen bloß Nüsse, aber das sind gar keine. Das sind keine. So, das kann jetzt hier so ein bisschen brutzeln. Ja. Und jetzt wäre es nicht schlecht, noch die Zwiebel oder zwei. Die zwei brauchst du noch für das, die Kraut. Die brauchst du, die brauchen wir aber nicht so klein. Ja. Sondern da wäre es gut, einfach so halbieren und dann in Stücke schneiden. Oder jawohl. Auch so ein bisschen streifig. Mhm. Gröber. So. So. Das ist schon mal nicht schlecht hier. Ne? So. Also ich mache so Halbringe. Ja, das ist wunderbar. Das kommt dann hier zum Weißkraut raus. So. Ich mische das dann schon unter. Dann bleibt die Farbe auch schön, dass so in das heiße Öl kommt. Ja, liebe Zuschauer, der Ingwerduft, das ist spitze hier. Die ganze Küche hat dieses Aroma schon angenommen. Das ist mal was Neues. Ne? Ja. Und es ist nicht so exotisch, dass es einem nicht schmecken würde. So. Und ich nehme dann immer von so einer Streuwürze. Ja. Da mache ich dann einige Teelöffel drauf, weil das einen sehr schönen, runden, vollmundigen Geschmack gibt. Also das wird so ein bisschen wie so eine Gemüsebrühe, suppig abgewürzt. Genau. Mhm. Und wenn wir die zwei Zwiebeln drin haben, dann machen wir die Karotte in Streifen. Einfach so ein bisschen Streifen da schneiden. Ja, Stress hier. Du. Nein, du kriegst keinen Stress. Das hat. Dann machen wir. So. Ja. Und die in so Stäbchen. Ja, so Stäbchen. Mhm. Ja. Und ich mache dann zwischendurch immer mal einen Deckel drauf, weil der Weißkohl, der ist natürlich sehr fest. Zum Garen, zum Garen. Ich liebe Pfannen mit Deckel, weil das sehr schnell geht auch.
Also wenn man kein Wasser dazu macht, dann ist es im eigenen Saft und es wird trotzdem ein bisschen braun. Ja. So. Ich habe jetzt mal sowas hier geschnitten. Ja, passt das? Rein. Ja. Ja, das ist farblich das toll. Ist ne? Schön, ne? So. So. Ich habe gesehen, du hast auch noch einen Reis im Kühlschrank. Ja, so einen Rest von gestern noch. Ja. Ja. Den werden wir in jedem Fall drunter rühren. Dann haben wir das schon. Ah. Ja. So, jetzt. Du könntest mal schauen, ich habe die Tomatensauce gesehen, die steht ja da hinten auf ja dem Schrank. Bitte mal hier rein. Jetzt Vorsicht. Schauen. Ja, ich gehe einen Schritt zurück. Ja. Man kann ja heutzutage alles waschen, passiert gar nichts. Ja. So, und wenn es geht, ich habe da Wasser stehen. Wenn du das Glas einfach mal mit Wasser, eine Menge, dann müsste es meiner Meinung nach ungefähr reichen. Ja. Denn wir werden noch... Entschuldigung, dieses, die Wassermenge, was? Ja, ein ganzes Glas ein ganzes voll. Glas ja nochmal, ja? Ja, es wird sonst zu dick. Aha. Da kommt ja die Erdnusspaste oder die das Erdnussmus noch rein. Das dickt so stark und das an, wenn das gekocht da, ja, ja, wird. Jetzt einfach hier noch dazu. Ja. Also statt aufs Brot tut man nämlich kochen. Was, ja, das ist afrikanische kann, Küche, ja? Ja, es ist so, die Afrikaner, so wie ich das gehört habe, die machen das mit Erdnuss. Mus und immer, es kommt immer Zwiebel, Knoblauch, ja, Tomaten, entweder ja Pilati oder auch Tomatensoße, so was man halt hat. Aha. Und dann kommt bei denen natürlich noch was anderes dazu. Die kochen das ganze Gemüse dann in der Soße oder eben ja auch ja Fleisch oder Bratenhühnchen, was sie halt haben. Aber das lassen wir jetzt mal weg. Wir machen das mit Gemüse. Ja. So, und jetzt haben wir Erdnussmus. Da habe ich gesehen, ja, du hast da noch ein Glas. Und da also könnten wir einfach drei, mindestens mal drei Esslöffel. Ja. Die versuchen wir jetzt mal hier unterzurühren. Also das ist so ziemlich ja dicke Masse mit Stückchen ja drin. Ne? Ja, ja. Schön langsam rein. Und das muss man gut rühren. Und dann kann man das auch abschmecken, auch mit ja ein bisschen Pfeffer. Ich habe da Chili stehen, da könnte man so ein bisschen reinmachen, dass es ein bisschen pikanter ist. Es ist aber scharf, ist scharf. Ist ganz scharf. Ja, ist ganz scharf. Mal schauen. So ja viel? Ja, das müsste reichen. So ja viel? Mach mal rein. Wir testen es dann. Lieber gleich mit wenig anfangen. Ja, und dann steigern wir uns. Jetzt testen was wir drin das. Drin ist, kann man nicht mehr rausnehmen. Was? Ja, ich nehme mal einen Test davon. Muss wahrscheinlich noch länger durchkochen, ha? Ja. Aber man schmeckt schon was. Ja. Und du könntest auch von der Gemüsebrühe noch ein bisschen reinmachen. Ja. Denn das verträgt noch was. Also wir haben ein Glas Wasser rein, da ja kann man ruhig auch. Ja. Gut, das reicht. Das müsste reichen, ja, ja. Und die Erdnüsse, das Mus hat ja Salz. Sehr so, Salz enthalten. Ist, ah, da muss man ja aufpassen, dass man es nicht übersalzt dann. Genau, ja, weil sonst wird es nicht so schön. Ja. Toll. So, ich glaube, das Gemüse muss nochmal gerührt werden. Ja. So. Ich hole jetzt mal die Erbsen. Ja. Und den Reis. So. Das ist auch immer praktische Sache, so tiefgefrorene Erbsen. Ach, ich sehe hier noch was. Da ist noch Tomatenmark. Noch was gefunden. Nein, Tomatenmark. Ah. Es gibt dann einfach auch noch ein bisschen Farbe in die Soße. Mal reinschütten. So. Ja. Das tun wir jetzt nochmal drunter mischen. So. Willst du den Reis schon drunter tun? Oder? Ja, noch zwei Minuten. Okay, dann tue ich nochmal einen Deckel drauf. Ja. Das ist die Tiefkühlerbsen, die sind ja nicht gekocht. Und die brauchen noch ein bisschen Garzeit. Und garen tut das immer mit geschlossenem Deckel. So. Willst du mal mit dem Schneebesen probieren? Probier mal, ja. Die Sache mit dem Erdnussmus ist so, dass man sich wirklich darum kümmern muss, dass es auflöst. So, ich möchte jetzt einfach von dem Gemüse mal was probieren. Ja. Was hältst du denn davon? Klar, warte, ich halte mal den Deckel. So. Mal schauen, wie das Weißkraut ist. Ob es schon durch ist, ne? Mhm. Das heißt, man legt einfach los, tut den Deckel drauf und guckt, wann es durch ist. Mhm. Also gar nicht so auf die Uhr gucken, sondern... Mhm. Passt? Gut. Schmeckt doch gut. Ja. Schmeckt ganz gut. Da muss ich gleich als nächstes auch probieren. Mal. Ja, ja. Ich kann ja mal hier rühren und du probierst okay mal. Ich finde, es schmeckt schon ganz gut. Aber wir könnten noch ein bisschen Pfeffer runter machen. Ans Gemüse? Mhm. Aber probier du mal. So, ich glaube, wir müssen das jetzt mal zurückschalten. Ich würde auch noch ein bisschen Salz dran tun. Noch ein bisschen Salz. Mal, aber das können Sie, liebe Zuschauer, so machen, wie Sie es gerne haben. Dann mach mal, wie viel du denkst. Einfach mal gut drüber. So? Ja. Pfeffer? Ach, was Pfeffer?
Weil der Reis ist ja auch mild. Ja, ja, der ist mild. Gut, der ist ein bisschen frischer Salz oder sowas drin, aber. Der braucht noch ein bisschen. So. Ja. Und jetzt? Ich mische nochmal durch und dann kann der dann Reis rein. Dann kommt der rein, Reis rein, genau. So. Fertig. So, dann ist der auch gegessen. Mhm. Gut, also jetzt sind wir im Prinzip gleich fertig. Jetzt könnten wir es schon anrichten. Wir brauchen noch nicht so viel. Außer Petersilie ist ja sehr dekorativ, aber wir machen sie einfach klein und streuen sie dann das Essen dann drüber. Schau dir mal die Soße an. Ich glaube, die ist gut. Die könnten wir schau mal, wie die jetzt angedickt ist. Das ist phänomenal. Ne? Ich glaube, die können wir ausschalten. Ja, okay. Genau, ausschalten. Und ich hole jetzt mal den Teller, der ist was anrichten. Jetzt geht's los. So. Erst kommt die Soße. Ja? Ah, du tust die Soße unten rein? Ja, ich würde einfach mal die unten reinmachen. Ein Spiegel heißt es. Ja. So. Jetzt das Gemüse drauf. Einfach so in die Mitte. Ja. Wir putzen es wieder weg, wenn es kleckert. Das duftet also wirklich ganz toll. Da freue ich mich jetzt drauf. Na? So. Super. Ja, ich glaube, das reicht. Und jetzt machen wir ein bisschen Petersilie drüber. Ja. So ein bisschen drüber. So. Ah, super. Hildrud, es geht los. Schön. Endlich gibt's was zu essen. Liebe Zuschauer, kochen Sie es nach, freuen Sie sich dran an sowas Leckerem. Es ist ganz toll.